Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld, ihr Lieben. Und jo, willkommen hier zurück zur, ja, relativ ruhigen Siedlung momentan. Es läuft. Es kann natürlich viel besser laufen, klaro. Aber, ja, es verbessert sich von Tag zu Tag. Litea ist untätig. Was macht denn Litea sonst in ihrer Arbeitszeit? Sie ist für Nuklear, Managing und Forschen zuständig. Ah, I see. Dann forschen wir mal. Utility Columns. 4000 ist Deep Frying. Flamethrower Glass Aquarium, Advanced Energy Nuclear Power Plant, Compound Bow, Mixology. Wir machen das mal hier mit dem Deep Frying. So, dann hat sie nämlich auch zu tun. Und solange ist es dann halt nur noch Abenero, ne? Also Ruslan geht fischen. Sollen wir Abenero, wenn Abenero nicht kochen muss, auch zum Fischen schicken? Da ist sie nicht so stark drin. Also wenn nicht gekocht wird, dann kann hier gerne dann Handwerk gemacht werden. Überhaupt kein Thema. Vielleicht geht es ja dann voran. Wie sieht es hier aus? Sehr gut. Das hier mit den Wänden glätten, das dauert richtig lange, ne? Ah, komm, Rodriguez, bring's zu Ende. Perfekt. Ja, wir versuchen es mal mit dem Plutonium-Prozessor. Das Ding kostet schon ein bisschen was. Wir machen es mal hier hin. Gucken uns das mal an. Hervorragend. Aber Nero weiter am Schlachten hier, ja, sehr gut. Wie sieht's waffentechnisch aus? Haben wir wieder was da? Oh ja. Hier Sturmgewehre, die wir ausrüsten werden natürlich. Unwürdiger Thronsaal. Machen wir nochmal eine Kopie. Ah, zu wenig. I see. Rodriguez, das ist, glaube ich, mit seinem Krebs. Naja, rechte Hand klein wachsend. Mhm. Rodriguez ist auch schon 81 Jahre alt, ne? Jo, Ressourcen werden so langsam rübergetragen. Plastahl 50 und so weiter. Ja, mit Plastahl müssen wir gucken, ne? Wir haben ein bisschen was, aber es ist nicht die Welt, ne?
So. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen Schweineleder zu verkaufen. Also 600 da behalten reicht. 1200. Stoffe können wir auch noch behalten. Also 1200, 1800, 2000. Ja, machen wir mal 2200, ne? Wie machen wir das eigentlich? Verkaufen wir mal. Ach, die sind doch was wert, ne? Verkaufen wir mal alles hier. Rüstung aus Stahl, Chainmail aus Stahl, Jacke aus Teufelsgarn, Nashornleder und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so, ja. Dann verkaufe ich mal hier was verkaufen wir noch? Schweineleder hatten wir gesagt, ne? 2200. Ja, dann den Krams hier auch. Vogelleder. Dünnes Leder. Glattes Leder haben wir viel, ne? Immer 1600. So, Echsenleder nehme ich mit. Großkatzenfell, Wolfsfell. Schafswolle. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Überlebensration. Ich behalte die mal da, die Überlebensration nochmal. Personen und Tiere. Wer ist unser bester Verhandler eigentlich nochmal? Hier Abenero eigentlich, ne? Ne, Bokroy. Soll mal Bokroy sein? So, dann lassen wir mal laufen, ne? Ja, wir müssen hier ein bisschen was verkaufen, ne? Deswegen passt das schon. Wir brauchen Geld. Ladungsvorgang läuft, ne? Ja. Soll auch laufen, ne? So, noch warten wir halt auf eine Lösung hier.
Alles rein da. Alles, was geht, rein da. Ich glaube, das wird noch dauern, das Schiff voll zu kriegen. Läuft, läuft. Oh Mann, ja, das haben wir jetzt verplant. Zigaretten 105. Ich will hier nochmal sehen, wie viele auf einen Stapel laufen. Ich frage mich echt, wo wir das Regal hingetan haben, ne? Was hier gefehlt hat. War das das hier? Cigarettes, ja. Ach so. Ja, dann ganz ehrlich, Lagerung. Hier kommen dann Zigaretten rein. Was soll's? So, der Ladevorgang läuft noch. Hier auch. Schweineleder läuft auch. Geräusch, ne? Das kann schon einen auf dem Senkel gehen, ne? Mit dem... Naja. So, jetzt wird er ordentlich nochmal abtransportiert. Oh, das kann jetzt gebaut werden. So, jetzt will ich hier die Zigaretten haben. Cigarettes. Ethisch. Hier nehme ich die Cigarettes raus. Hier keine Cigarettes. So, super. Super. Also muss schon sagen, das Beladen des Schiffes, das dauert, ne? Unfähiger Koch? Hä? So, Transportkapsel ist startbereit.
Na, dann starten wir mal. Dann Ebusus. Zeige verfügbare Aufträge. Ich flieg mal hier hin. Es muss ja irgendwie gemacht werden. Oh. Wir sind zu schwer. Warum das denn? So, wir handeln mal. Vogelleder. Dünnes Leder. Schweineleder. Gib mal alles ab. Schafswolle. Will diese Ware nicht. Okay. Was kriegen wir von denen? Bauteile. Fortschrittliche Bauteile. Dann will ich von denen nochmal haben. Plastahl. Ich will schon deren ganzes Geld schon mitnehmen, ne? So machen wir das. So. Und jetzt fliegen wir mal wohin? Was kaufen die? Kleidung. Attackiere Hewitt und so. Kann ich nicht handeln? Liz Blippi, besuchen wir mal. Step completed. So, wer macht das hier nochmal? Unsere ganze Forschung. Das ist hier ja die Thea, ne? Das werden wir noch machen, wenn sie damit fertig ist. Das haben wir jetzt gemacht, okay. Ich will hier Hello Cracket. Non-processable fuel. Da müssen wir noch mal gucken.
Experiment with the Plutonium Processor. Transportkapseln sind eingetroffen. Na, die nehmen davon nichts, ne? Das ist halt das Blöde. Die nehmen damit davon nichts. Ich werde denen die Sachen einfach mal schenken. Na, wollen sie ja nicht mehr haben, ne? Großhändler. Ach, an Flachland Hagen. Kaufen die sowas? Kleidung? Nee, irgendwie nix, ne? Wir fliegen mal zurück. Wo sind wir hier? Hier, ne? Dann landen wir mal hier, ne? Würde mal sagen. Hungernde Tiere im Gehege. Es ist so ein ewiger Kampf, ne? Es ist ein ewiger Kampf. Ja, echt schwierig. Müssen wir durch? Buckroy. Einmal bitte kontaktieren. Werden wir hier noch was los? Ja, irgendwie nur Tiere, ne? Kamele brauche ich nicht. Ich habe zu viele Hengste. Vier Hengste. Eins, zwei. Dritter Hengst. Stute. Kaufe ich. Kaufe ich auch. Kommt ja so ein bisschen was zusammen, ne? Alligatorfleisch. Oha. Jaguarfleisch. Vogelfleisch. Sprit. Neutramin. Was kriege ich von denen noch? Sagen wir mal, ich gebe dir noch mal 100 Schweineleder. Glattes Leder 200, 300, okay. Schafswolle 100. Coffee Beans und so, nee, das nicht. Tea Leaves, Galsam. Das gerne. Das auch. Jack aus Bärenfell kann dann auch weg. Tabard aus Stoff. Weste aus dünnem Leder. Okay. Great Dress brauchen wir nicht. Ein Pelt. Coat.
Jacke, Jacke, Jacke. So, was kann ich von denen holen? Also Plastahl sowieso. Das ist, glaube ich, jetzt so meine wichtigste Rohstoff. Machen wir mal so in 10er Schritten. So machen wir das. Wir kriegen dann irgendwie noch 115 Plastahl. Perfekt. Und wir sind auch am Ende einer Folge, lieben. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.